Hey Leute, willkommen zurück bei Amnesia, wird Dark Descent und empfehle immer noch, Leute, guckt das Video im Dunkeln an, beziehungsweise macht den Monitor so hell wie möglich, wie man es beziehen möchte, damit ihr auch wirklich alles sehen könnt, denn sonst könnte euch einiges entgehen. Was war das denn? Krabbe. Hallo? Okay. Knarrte gerade bei mir im Zimmer. Finde ich ja irgendwie sehr passend. Das Wasser ist zu tief, um es durchzuqueren. Okay, dann müssen wir eine andere Stelle suchen. Wird wahrscheinlich auch so ein Memo stehen. Um die Kanalisation betreten zu können, muss erst das Wasser darin abgelassen werden. Also wir müssen eine Pumpe oder sowas ähnliches finden. Denn sonst wird das nicht klappen. Wir haben auf jeden Fall hier hinten, was ist das hier? Ein Schalter. Der Hebel klemmt, sein Getriebe müsste geölt werden. Ja, wir haben ja Öl da, theoretisch. Naja, komm, hier, lass uns nachfüllen. Ich glaube, das ist das falsche Öl. Okay. Gehen wir hier. Sie rührt sich nicht. Hm. Wir haben hier ein Stück Brett. Da drüben ist noch eine Tür. Oder wenn die von der sind wir gekommen. Okay. Ich könnte doch bestimmt irgendwie darauf kommen. Vielleicht mit Hilfe eines Brettes. Da ist eine Leiter. Könnte auch mit Hilfe von Kisten. Ist da was blau? Ja, da ist doch was blau. Gucken wir mal. Können wir irgendwas mitnehmen? Irgendwie scheint meine Maus dies nicht zu wollen, irgendwas mitzunehmen. Was ich irgendwie doch ziemlich traurig finde. Okay. Springen wir mal hier rauf. Kommen wir von hier vielleicht ran, zufällig. Ach Mann. Bin ich runtergerutscht. Was soll mir sonst noch einfallen hier? Leider nicht. Ich habe keine Möglichkeiten, irgendwas zu bewegen. Hm. Geölt werden. Wir haben noch ein Glas bei uns. Das sieht nirgendwo nach Öl aus. Oder können wir das kombinieren? Nicht. So. Gehen wir hier lang. Okay. Hm. Ist hier irgendwo ein Schalter? Vielleicht sehe ich irgendwas. Nein. Nicht wirklich. Könnte man das sonst bewerkstelligen? Getriebe müsste geölt werden. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt blau blinkt da. Wie gesagt, hier ist ja auch. Rührt sich nicht. Wo könnte Öl sonst sein? Warte mal. Das sieht doch sehr nach Öl aus. Zumindest ist es eklig genug, als das zu interpretieren. Okay. Jetzt haben wir Öl da. Sehr schön. Jetzt. War ja irgendwie klar. Das wurde hier durch einen Schlag beschädigt. Vielleicht können wir es mit Hammer und Meißel. Mit dem Bohrer. Vielleicht nochmal hoch. Und nochmal runter.
scheint immer mehr beschädigt zu werden. Ja, irgendwie cool. Ja, so feststellt man auch fest, wie die Lösung des Rätsels sind. Okay. Gehen wir mal hier lang. Hier fühle ich mich relativ sicher, weil es auch hier hell ist. Aber mal gucken, ob das auch so bleibt. Wir gehen in den Steuerraum. Dann gucken wir mal, was uns da drin erwartet. Was es mit dieser Kugel weiter auf sich hat, die ja hier immer wieder beschrieben wird. Hier ist es auch hell, so hell, dass mir da der Flashback stört. An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass manchmal Dinge anders laufen, als sie geplant sind, sonst würden wir nicht in dieser Situation momentan stecken. So meine Behauptung bezeichnen. Na. Ah. Ein Rohr. Ich glaube, das wird nochmal interessant werden. Hier sind Gewichte. Kann man die nochmal... Machen wir hier die Kerze an. Wir haben ja genug davon. Ich will nur gucken, ob ich hier nichts übersehe. Ich glaube, wenn ich daran drehe, wird noch nichts sich bewegen können. Ah. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt schon wieder angestellt habe. Auf jeden Fall klingt das nicht gut. Ob das ein Kompressor ist oder so? Hä? Ist derselbe rum zweimal? Ah, wir sollten die Einstellung, die wir hier hatten, da drüben machen oder was? Steck fest. Scheint so. Und ich habe einfach so lange gemacht, bis ich einen Klick gehört habe. Da dachte ich mir, ich drehe nicht weiter. Fest, fest, fest. Das wäre ein reiner Zufall, wenn ich genau das Rätsel gelöst habe, ohne überhaupt zu gucken. Schon wieder so ein Teil. In beiden Räumen. Ist aber ziemlich so ungewöhnlich sehr synchron, der Raum. Jetzt gucken wir mal. Wir machen es mal so hier. Gut. So. Kein Bock, dass hinter mir das zugeht. Tür. Okay, vielleicht ist es sogar genau richtig. So kann ich durchkriechen. Aber wenn hier mir irgendein Monster hinterherkommt, der kann er nicht durchrennen. Ich glaube, die können nicht kriechen. So zumindest meine Vermutung. Ob das wirklich so ist, das müssen wir später feststellen. Ob das sich jetzt bewerkstelligt. Oder bewahrsagt. Okay, zwei Räume, die schon wieder asynchron wirken. Okay. Was haben wir hier? Hebel. Okay, auf dem Tisch. Da liegt was. Hölzerne Kugel. Ja, Kätzchen, spring auf mich rauf. Ein Rohr. Es scheint mehr oder weniger sinnlos zu sein, dieses Rohr. Und mehrere Schalter, die... Okay. Okay. Ich versuche den mal rauszuziehen.
Oder soll ich das so weit wie möglich reinziehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ruckelt jetzt schon mehr was. Ich glaube, die Kabel kann ich jetzt aber nicht mehr betätigen. Steckt fest. Es scheint, als wären wir richtig. Ich muss von der Seite das öffnen. Ja, man hat auch eine Kurbel. Okay. Und man weiß ja nie, wenn man mal fliegen muss. Ach, hier haben wir es genauso. Und wieder so ein Rohr. Auf der anderen Seite war, glaube ich, keins. Ah, wir gucken am besten nochmal hin. Maschine. Turbine, okay. Ups, jetzt habe ich die zweite Seite überblättert. Notizen. Maschine. Okay, zurück. Zurück. Hier haben wir noch eine Ölkanne. Nehme ich gerne mit. Oder eine Ölflasche. Okay, dann Sprung hier rüber oder so. Jetzt gucken wir hier nochmal. Hätten wir hier Holzkurbel gefunden, stimmt ja, ich kann mich erinnern. Und hier hinter befindet sich nichts. Okay. Aber Leute, ich denke mal, was sich hier hinter der Tür verbirgt und wozu die Rohre noch da zuständig sind, werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, Leute, leider muss ich den hier an Cliffhanger aufhängen lassen. Doppelt gemoppelt. Weil ich eigentlich noch 3 Minuten habe, die ich euch noch geben möchte. Das wäre wohlverdient für euch. Okay. Ich gucke Dampf raus. Ah, so. Hier sind Löcher. Wo rein passen würden. Machen wir kurz hier an. Und hier an. Hier kann ich nichts machen. Ich schnapp mir einfach mal ein Rohr, was ich noch weiß, wo es ist. Und dann gucken wir mal. Hier. Schöne blaue Beleuchtung. Gucken wir mal, ob wir damit nichts was machen, anstellen können. Hier an der Wand. Sehr schön. Okay. Schauen wir mal weiter. Wir haben noch 2 Rohre auf jeden Fall. Mich hier unten. Haben wir hier? 2, wo ich weiß. Ich kann aber noch sein, dass wir auf jeden Fall noch ein weiteres haben müssen. Komm, geh rein. Sehr schön. Das kann nämlich der von Dicke aus sieht genau der sein. Jetzt bräuchten wir noch 2 normale. Ich guck mal, ob wir nicht in dem Raum noch eins haben. Was mir erstmal nicht aufgefallen ist. Aber bestimmt irgendwo sein könnte. Könnte es noch sein. Nein, das fällt mir nicht auf. Also gehen wir in den anderen Raum. Liegt hier noch irgendwas? Wir haben noch eine Handkurbel. Das weiß ich. Wir haben noch ein kleines. Bräuchten aber noch ein Rohr. Das sich irgendwo in diesem Haus befindet. Mal schauen, wo wir dieses Rohr finden bekommen. So. Okay. Komm, irgendwo muss es da rangehen. Genau. Jetzt fehlt uns noch ein einziges Rohr. Wo verbirgt sich dieses Rohr? Wo hat es sich versteckt? Bestimmt haben es schon einige von euch schon längst gesehen, bis
Mir fällt es wieder natürlich nicht auf. So klug wie ich bin manchmal. Hier drin haben wir gleich offensichtlich ein Rohr gefunden. Liegt hier? Nein. Das ist alles nur der Mechanismus. Ich könnte mal rein hier die Beleuchtung machen. Aber nein, kein Rohr. Kein einziges Rohr. Ich gucke mal hier unten. Vielleicht liegt es hier irgendwo in der vorderen Kammer auf dem Boden. Ich bin einfach zu blind, um es zu sehen. Nein, 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 nein. Wo ist dieses letzte Rohr? Letztes Rohr. Eine Zünderbüchse auf jeden Fall. Ist es irgendwo hier oben? Nein. Was hat das mit der Handkurbel auf sich? Eine Kurbel für eine Maschine. Bringt mir persönlich erstmal nichts, weil welche Maschine soll damit bedient sein? Hier irgendwo noch. Und ich habe nicht darauf geachtet. Gut möglich. Nix. Verdammt. Irgendwo muss dieses letzte Rohr sein. Hier oben drauf irgendwo. Kannst du dieses hier rausspringen? Wenn man will. Gut, Leute. Aber diesmal wirklich Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.